Hallo, ich habe gestern den lieben Aro vorgestellt. So, ein sehr schöner Hund, der leider schon 7 Jahre im Tierschutz ist, im Tierheim ist. Aktuell in Gelnhausen, Deutschland. Tolles Tierheim, habe ich gesehen. Trotzdem, eine Familie wäre besser, wollen wir nicht darüber diskutieren. So, heute ist ein Kumpel, damaliger Zellengenosse in Polen, der liebe Rüde Max der Zweite. Als Notfall dran. Schönes Tier. Leider mit der dunklen Färbung. Die haben sie leider immer schwer. Eine Grauschnauze, also schon etwas älter. Aber immer am Lächeln. Danke, G&G Berger, für die Rettung als Rettungspaten. Und Barbara. Schöner Hund. Gefällt mir gut. Schönes Gesicht. Lächelt immer. Oh, hier sieht was traurig aus. Die Ohren. Tolle Bilder. Wie gesagt, Max der Zweite versteht sich mit anderen Hunden gut, wie man sieht. Hier ist der liebe Aro. Genau, jetzt schauen wir mal, was da so alles über Max dem Zweiten steht. Also, Max der Zweite ist ein Rüde. Mischling. Mittel bis groß. Ja, denke ich mir schon. Ja, weil er ist groß. Ja, etwas größer, genau. Max wurde im Februar 2019 als Fundtier ins Tierheim gebracht. Wir vermuten aber, es waren die Besitzer selbst. Kann ich verstehen. Also, ich würde vielleicht, wenn ich so krank werde, dass ich im Krankenhaus muss, für immer oder keine Ahnung, oder irgendwann, ich weiß nicht, aber es gibt eigentlich für mich keinen Grund, einen Hund abzugeben. Punkt, oder? Ja, so sehe ich das. Zu Beginn seines Aufenthalts im Tierheim war Max dem Menschen gegenüber zurückhaltend und etwas misstrauisch. Kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Ex-Besitzern. Aber inzwischen genießt er die Gesellschaft und Zuwendung der Menschen und die gemeinsamen Gassigänge. Ja, ein freundlicher Hund, sieht man von der Optik. Max ist ein lebhafter, lernwilliger Hund, dem man sicher noch einiges beibringen kann. Befehle wie Sitz und gib Pfote beherrscht er schon. Aktuell lebt Max der Zweite mit Aro und 2 weiteren Rüden in einem Zwinger und es herrscht Harmonie unter ihnen. Genau. Das war noch in Polen. So, dann ist Max, genau. Max, ach, ist auch wie Aro nach zum Tierheim Gelnhausen gekommen. Genau. Hunde. Schauen wir mal, ob wir Max hier finden. Max. Ist er doch, Max. Hier ist er, Max der Erste. Genau. Lächelt auch schöner Hund, wirklich schöner Hund. Geschillter Eigenbrötler, okay. Der Max. Wenn er doch nur ein gutes Zuhause finden würde, ja, wie alle. Er ist eigentlich sehr nett und angenehm. Anderen Hunden aus dem Bereich begegnet er neutral, außer er wird angepöbelt. Ist aus seinem Recht. Max ist sehr kooperativ, kann sitzen und kommt auf Zuruf und kann einem tief in die Augen blicken. Ja, schönes Gesicht, schöne Zeichnung. Er ist keiner, der seinen Besitzer ständig am Rockzipfel hängt. Eine gewisse Eigenständigkeit gehört zu seinem Wesen. Finde ich gut. Momentan lebt er mit einem anderen Rüden zusammen und darf sich nachts auf seinen Teil des Tierheimgeländes bewegen. Klasse. Er ist wachsam und passt auch gut auf sein Futter auf. Die Aggression ist im Zusammenhang. Ach so, genau. Die Aggression mit Futter. Neid ist im Zusammenleben zu beachten. Das haben auch die meisten Hunde am Anfang. In manchen Situationen des Lebens sollte er einen Maulkorb tragen. Daran ist er gut gewöhnt. Ist ja kein Problem. Er würde sich auch als Hofhund sehr gut machen. Ja, solange er natürlich nicht nur draußen ist, sondern auch innen drin ein Bett, ein Sofa oder wenigstens ein Hundebett hat. Ah, Rasse Schäfer-Spitzschauer. Ach, deswegen. Frechen Dinger. Im Tierheim seit 21, seit Alter 10 Jahre. Im Tierheim seit 24.03.21. Ich weiß nicht ganz genau, ob hier in Gelnhausen oder Polen. Ich muss mal zurückgehen. Max. Ja, der ist schon also seit 2019 im Tierheim. Also ist er im Endeffekt schon seit 5 Jahren im Tierheim. Schade. Männlich, kastriert. Übernahme Tier in Polen, Gelnhausen, super, macht ihr das. Die Katzen wird ermittelt, ja, mit Kindern, nein, okay, als Zweithund, ja.
Schöne Hund, gefällt mir gut. Ja, genau, schön Bauch streichen lassen, Hintern streichen lassen, schöner Hund. Also, wer einen tollen, lieben Hund sucht, etwas eigenbrötlich ist, aber trotzdem geschillt, mit anderen Hunden zurechtkommt, der noch fit ist und wo ein Spitzschau drin ist, ein Rüde, der kann ich ja gerne hier. Tier in Gelnhausen. Ich verlinke unten das polnische Tierheim und Gelnhausen direkt mit Link zu Max in die Beschreibung. Genau, schauen wir mal. Pressum die Adresse. Genau, Tierschutz Kinzig-Main, Tierheim Gelnhausen in Gelnhausen. Machen wir die E-Mail-Adresse rein. Ach nee, das ist hier eine Webmaster, oder? Auf jeden Fall doch melden, vielleicht einen Termin ausmachen. Ich denke, Max wäre ein toller Hund, der ein Zuhause verdient hat. Wie die meisten Tiere hier im Tierheim. Oder wie alle Tiere im Tierheim. So, also Katzen, Hunde, andere Tiere, was haben wir sonst noch hier? Ach, Pferd auch, Kleintier. Ach nee. Oh, schönes Bild. Ja, vier Hähne suchen wir ein Zuhause. Klasse. Ich hoffe, alle finden ihn zu Hause. Tschüss.